In zwei Wochen startet die Premier League. Wie gut vorbereitet sehen Sie sich persönlich und Tottenham Hotspurs? Also, sieht das sehr positiv aus. Also, wir haben noch 10 Tage, also haben noch 2 Spiele vorher. Und wir sind sehr gut vorbereitet, haben ein paar Spiele sehr, sehr gut gemacht. Viele Reisen, aber war super, super erfahren und wir sind super vorbereitet. Natürlich, morgen ist auch ein wichtiges Spiel und auch am Wochenende. Würde uns sehr, sehr gut helfen. Sie waren im Champions League-Finale. Mit welchen Zielen gehen Sie jetzt in die kommende Saison? Es gibt keine Ziele. Also wir wollen immer verbessern als die letzte Saison. Also wir sind eine jüngere Mannschaft, wollen das viel erreichen. Mal gucken. Ich kann nicht immer versprechen. Also wir gucken immer nach vorne, wir arbeiten hart und natürlich wir spielen was zu gewinnen. Sie sind damals jetzt in die Premier League gewechselt. Vor einiger Zeit wurde in Deutschland diskutiert, dass die Bundesliga so ein bisschen den Anschluss verpasst an England. Hat die Bundesliga viel Qualität verloren im Vergleich zu ihrer Zeit, als ja noch viele gute Spieler in Deutschland gespielt haben? Nein, das kann man nicht sagen. Also ich glaube, ich folge immer noch die Bundesliga. Also Bundesliga ist immer noch die sehr, sehr anstrengende Liga, also ich gucke mir das an und macht das Spaß anzugucken. Also ich bin sehr, sehr glücklich und ich bin sehr stolz, dass ich fast insgesamt 8 Jahre hier war. Also ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar für diese Zeit. Und also das kann man nicht sagen. Also natürlich gibt das etwas verschiedene Sachen mit Premier League und Bundesliga. Also, aber kann man nicht vergleichen. Also. Aber die Premier League ist schon stärker. Wie soll ich das sagen? Also Bundesliga auch. Also es gibt keine stärkere Liga. Also jeder Spieler hat da, gefallen ist Liga. Also manche spielen Bundesliga immer, auch manche spielen in der Premier League. Also man kann nicht immer nie vergleichen. Also, manche sagen, Bundesliga ist besser, manche sagen, Premier League. Also ich bin immer neutral. Also ich bin sehr, sehr stolz, dass ich hier gespielt habe. Man City spielt und Liverpool haben eine unglaubliche Saison gespielt. Glauben Sie, dass Sie da oben mal vielleicht reingrätschen können zwischen diese beiden Mannschaften mit Tottenham? Wie ich gesagt habe, also es gibt nie ein Ziel, also es gibt nie eine Ansage. Also, um Titel zu gewinnen, spielen 20 Mannschaften, also in der Premier League spielen 20 Mannschaften. Also das wird nie einfach sein, nicht einfach sein, auch City, auch für Liverpool, auch für uns, auch für andere Mannschaften. Also wir müssen um diese Sachen kämpfen und zu etwas erreichen. Deswegen, also wir arbeiten sehr, sehr hart, um etwas zu erreichen. Sie kennen aus der Premier League natürlich einen Spieler, über den in Deutschland gerade ganz viel geredet wird, sehr gut, und zwar Leroy Sané. Wäre das ein Spieler, der Bayern verstärken würde? Also das werde ich nicht meine Sachen, also auch nicht meine, Kollege, der ist einfach. Sie sollen ihn nicht verpflichten, nur sagen, wer ist das für ein Spieler? Wie soll ich das sagen? Also der ist ein super Spieler, also der hat auch super gemacht in City, also das ist nicht meine Sachen zu sagen. Dankeschön.